Melanie Arecker. Ich habe keinen biologischen Hintergrund. Erklär mir, was ihr genau macht. Ja, also wir stellen sogenannte 3D-Mikrogewebe her. Eben nicht Biologen, da kann man sagen, es sind Zellklumpen, die eben in der Form und Struktur sehr nahe dem menschlichen Gewebe kommen. Und mit diesen Zellklumpen können dann die Pharmafirmen oder auch Biotechfirmen Substanzen testen, zum einen, ob sie toxisch sind oder zum anderen, ob gewisse Wirkungen vorhanden sind, die sie eben gerne mit dem Medikament erzielen möchten. Was treibt dich bei dieser spannenden Aufgabe an? Die Vielfalt, dass es jeden Tag eine neue Herausforderung ist, die Tatsache, dass ich sehr viel gestalten kann, dass ich meinen Tag selber strukturieren kann, dass wenig vorhanden ist, man muss selber viel aufbauen, man muss sich selber Gedanken machen, was ist ein möglicher Weg, wie kann ich jetzt das machen, und ich lerne eigentlich jeden Tag was dazu. Es ist immer wieder was Neues, und im Startup generell, jetzt sind wir ein bisschen größer, aber es gibt ganz viel zu tun. Und das heißt, man kann sich ziemlich austoben und seine ganzen Kenntnisse aus der Erfahrung Vergangenheit, aus dem Studium entsprechend umsetzen. Du hast gesagt, ihr seid gewachsen. Wir sind hier im Bürogebäude, auch bei euch in Schlieren, auf mehreren Stockwerken seid ihr mittlerweile präsent. Das klingt oder sieht aus, dass ihr weiter wachsen wollt, dieses Jahr auch viel erreichen wollt. Was sind da die Ziele für 2017? Also die wichtigsten Ziele für uns ist die Fokussierung auf 3 strategische Geschäftsfelder, die wir im Rahmen der Strategie 2017 entwickelt haben. Und dann vor allem das Wachstum. Wir haben ja eine Finanzierungsrunde abgeschlossen im Jahre 2015. Und entsprechend hoch sind natürlich die Erwartungen der Investoren, dass wir jetzt den Durchbruch am Markt auch schaffen. Es gibt ja das berühmte Buch Crossing the Chasm. Und wir sind genau in diesem Bruch, wo es darum geht, Early Adopters Richtung Early Majority zu kriegen, sodass viel mehr Kunden unsere Gewebe auch einsetzen und man das Paradigma, was vorher war, zum einen 2D, aber auch in-house eigene Lösungen zu machen, dass wir das durchbrechen können und unser Produkt entsprechend prominent platzieren können. Also es geht darum, wirklich zu zeigen, das Investment ist verdient und wir können jetzt die Umsätze generieren, die wir auch entsprechend im Businessplan versprochen haben. Du hast an der HSG den Bachelor gemacht, bist dann nach München arbeiten gegangen, dann wieder zurückgekommen, den MBA gemacht. Genau. Wie hilft dir deine Ausbildung, die du in St. Gallen gemacht hast, bei der Erreichung dieser Wachstumsziele, die du jetzt gerade genannt hast? Also das erste Wichtige ist sicher das Mindset. Wie gehe ich eine Aufgabe an? Wie strukturiere ich? Wie priorisiere ich? Wie treffe ich Entscheidungen? Da kriegt man sehr viele Tools auch an der HSG. Das zweite ist dann sicherlich die Inhalte, also gerade im MBA, ich habe die Entrepreneurship Classes gemacht, da konnte ich dann 1:1 für den Businessplan das Excel-Modell kopieren und neue Zahlen einfügen, also sehr viel Hands-on, was ich 1:1 kopieren konnte. Und das dritte ist sicher das ganze Netzwerk und man hat gelernt, mit verschiedenen in verschiedenen Industrien, mit verschiedenen Parteien umzugehen. Das Stakeholder-Modell, was mir damals sehr gut gefallen hat, dass das irgendwie Hand und Fuß hat, merkt man dann extrem stark, wenn man im kleinen Unternehmen ist, weil man sich genau dazu Gedanken machen muss. Hast du auch gelernt, mit anderen, anderen Mindsets als jenem von der HSG umzugehen? Hast du das auch gelernt, mit denen zusammenzuarbeiten? Also zwangsläufig, als ich dazugestoßen bin, war ich die Einzige mit wirklich purem Business-Background. Und da merkt man eigentlich, was man von der Uni mitgekriegt hat, wie man denkt, wie man strukturiert und dass das eine eigene Art und Weise ist, Dinge anzugehen. Und das Schöne ist, es kann sehr komplementär und bereichernd sein, wenn man merkt, okay, das ist jetzt mein Approach und dann gibt es den anderen und sich dessen bewusst macht und dann versucht eben beides zusammenzukriegen. Das heißt aber, man muss sich das bewusst machen, um festzustellen, das ist jetzt die St. Gallische Denkweise, wie ich da an dieses Problem rangehe, aber andere haben was anderes gelernt im Studium und sich dessen dann zunutze machen. Und ich habe mich sehr gerne darauf eingelassen, weil es sehr spannend ist. Abgesehen inhaltlich habe ich super viel von unseren Wissenschaftlern gelernt. Also nur schon das war für mich sehr, sehr spannend.